Herzlich willkommen zu Podcast-Episode Nummer 7. Heute dabei Umis. Ich möchte am besten deinen ganzen Namen jetzt aussprechen, sonst verplapper ich mich hier noch. Kannst du sonst irgendwie selber gerne machen? Also richtig, Umis Varan Arunegirinathan. Kannst du auch einfach nur Umis nennen. Genau. Ja, heute ein spezieller Gast tatsächlich, weil wir hatten vor zwei, drei Monaten eine Zusammenarbeit begonnen. Durch LinkedIn tatsächlich. Echt eigentlich so die Nadel im Heuhaufen gefunden, weil wir ganz viele, muss ich ganz ehrlich sagen, ganz viele Leute angeschrieben hatten bezüglich einer Webseite für Ärzte und dann ja, kam Umis und kam tatsächlich auch überraschenderweise aus Bremen und da hat sich dann auch eine coole Verbindung entwickelt. Wir hatten uns dann beim Kaffee getroffen. Ich interessiere mich generell tatsächlich auch einfach für Leute, die in verschiedenen Branchen einfach eine Charakteristik aufgebaut haben. Das ist tatsächlich recht einzigartig, finde ich. Und deswegen finde ich einfach deinen Weg jetzt bis jetzt beeindruckend. Wir haben eine Webseite zusammengebaut. Den Lebenslauf würden wir dann einfach mal durchgehen, beziehungsweise auch über generelle Sachen sprechen. Ich würde jetzt nicht alles einmal durchgehen, aber erzähl mal einfach von dir, warum du heute hier bist. Oh, ja. Wir sind jetzt, jetzt in Berlin oder jetzt hier im Studio bei warum dir? Warum du heute in meinem Podcast bist? Oh, das ist eine gute Frage. Ich bin hier, weil du mich angesprochen hast und ich habe irgendwie zu dir Vertrauen. Du hast mich überzeugt mit deinem Präsenz, dass ich dir meine öffentliche Auftritt, sozusagen Form meines Internetpräsenz, drumes.de, ja, dir das Ganze und gerne vertraut habe. Und dann habe ich gedacht, hey, warum nicht mal ein Gespräch mit denen führen? Hm. Warum glaubst du, ist deine Person relevant für einen Podcast? Wenn du eine dritte Person einnehmen müsstest und perspektivisch auf dich schaust. Ich glaube, dass es viele Persönlichkeiten gibt, auch in meinem Umfeld, dessen Geschichte, bisherige Laufbahn sehr wichtig für unsere Gesellschaft ist. Und meine, ich schätze besonders deshalb, wegen meiner Geschichte, wegen meiner Vergangenheit, wegen meinem Lebenslauf, dass es für viele junge Menschen vielleicht viele neue Türen öffnen können, Impulse geben können. Teilweise auch für ein oder andere eine Inspiration sein kann. Mhm. Aber auch vielleicht auch über meine Stolpersteine erfahren und vielleicht einen anderen Weg folgen als das, was ich hinter mir habe. Wissen ist eine Bereicherung und Erfahrung auch. Und wenn ich mit meinem 44 Jahren meine Erfahrung anderen jungen Menschen mitteilen kann, die noch anfangen, diesen Weg, ob das der Herzchirurg ist, ob das der, ja, Spiegel-Bestseller-Schreiben ist, dass sie etwas lernen können, ohne dass sie diese Erfahrung machen müssen. Und deshalb finde ich das wichtig, dass man mit seiner Persönlichkeit, mit seiner Geschichte, mit seiner Erfahrung rauskommt und den anderen, ja, davon, ja. Okay, mitteilt. Interessant. Kurzes Intro vielleicht auch nochmal generell. Umis ist Herzchirurg an der Klinik links der Weser und ist damals ein kleiner tamilischer Junge gewesen, der sich entschieden hat, beziehungsweise entschieden musste, nach Deutschland zu flüchten. Und hat letztendlich nach einer 8-monatigen Reise, war es glaube ich, ne? Ja, genau. Deutschland erreicht, wobei es eigentlich 5 Tage sein sollten. Oder? Oder ja, ich meine, ich war damals 12 Jahre alt und ja, ich habe, das war mitten im Krieg auf Sri Lanka und ich konnte gar nicht zur Schule gehen und viele, viele Klassenkameraden sind verstorben und verschwunden. Krass. Das ist so heftig. Und da war einfach die Möglichkeit da für meine Mutter, für meine Eltern, letztendlich für die Familie, einen Weg nach Europa, nach Deutschland, weil mein Onkel hier in Deutschland, ja, lebt und ich habe ja gesagt, weil ich einfach, für mich war es wichtig, dass ich endlich wieder zur Schule gehe. Ja? Dass ich wollte gerne wieder zur Schule. Ich habe meinen Traum gehabt, Mediziner zu werden und das hätte ich dort gar nicht verwirklichen können. Und 5 Tage, so sprach der Schlepper, meine Mutter. Und meine Mutter hat den Schlepper anvertraut. Und 5 Tage war für uns jetzt keine lange Zeit, weil wir dachten, innerhalb Sri Lanka, wo man von Norden nach Süden 400 Kilometer etwa 3 Tage gebraucht hat, dann ist der Weg eigentlich von Sri Lanka nach, ja, Deutschland gar nicht so lang. Und ja, dann war es nicht 5 Tage, sondern war es tatsächlich 8 Monate. In welchen Ländern warst du da?
Oh, ich bin am 6. Januar 1991 von Unterhändlern abgeholt worden in Colombo und Sri Lanka. Die haben mich nach Singapur gebracht und eine Woche später von dort nach Dubai und am selben Tag noch von Dubai nach Togo. Das Dubai sah sind damals ja auch noch echt anders aus, muss man halt auch dazu sagen, ne? ja, aber ich war, wie gesagt, nur im Flughafen. Ich Ja. sprach kaum Englisch. Ich habe gar nichts verstanden. Es waren Unterhändler, die uns begleitet haben. Und dann sind wir in ein Flugzeug eingestiegen. Ich glaube, das war so ein Militärflugzeug. Es gab keinen Eingang von vorne, sondern wir sind tatsächlich von hinten eingestiegen und dann in Lomé gelandet, in Togo, mitten in Afrika. Und Aber es war. wieso? Also das frage ich mich wirklich, weil also der Schlepper hat dann ja vorher schon gewusst, dass es eigentlich nach Togo geht, oder nicht? Er wusste das, aber wir kriegen ja die Informationen nicht. Warum? Weil es sind ja illegale Geschäfte. Und wenn wir als Betroffene die Informationen begeben, dann würden wir das natürlich diese Informationen unserer eigenen Familienmitglieder mitteilen, so wie meine Mutter. Das würde dann deren Planung kaputt Geschäft gehen, zerstören, ja. den Geschäft zerstören, weil das ist natürlich ein illegales Geschäft. Und jede Route, die sie planen, ist ja ein Geheimnis, weil es gibt ja auch unterhalb Schlepper auch Konkurrenz, ja, dass der andere Schlepper nicht erfahren darf, wie er den Person X von A nach B bringt. Ich glaube, das sind so Sachen, das hat man damals als Kind überhaupt gar nicht verstanden, weil wir ja immer kurz davor die Information bekamen, wohin wir fliegen. Ich habe, als ich in Singapur war, hieß es die ganze Zeit, die bringen mich nach Indien. Und es am Flughafen habe ich erfahren, nee, du fliegst nach Dubai. Und als ich in Dubai war, wusste ich gar nicht, wohin die Reise geht. Und auch immer kurz davor heißt es, ja, du kommst irgendwie in Afrika. Aber wo in Afrika, wusste ich selbst nicht. Gewiss, ich habe damals mit 12 Jahren überhaupt gar nicht gewusst, Du wo weißt ja auch gar Afrika nicht, wo ist. Togo ist Überhaupt letztendlich. nicht. Und dann war ich und ich kam dann in Togo an. Da waren über 200 Flüchtlinge aus Sri Lanka, die auf dem Weg nach Europa, nach Amerika waren. Ich habe diese Menschen noch nie begegnet. Vorteil natürlich, die sprachen meine Muttersprache Tamil. Und ja, da war ich. Und 6 Monate. Und dann hat man mich von Togo nach Ghana verbracht, nach Accra. Da bin ich dann zu Fuß über die Grenze. Und es ging we nicht weiter. Wieder zurück nach Togo. Bin auch schon 13 Jahre alt geworden. Ja, und dann hat man mich von dort über Benin nach Lagos, nach Nigeria verbracht und dann die Nacht vom 9. auf 10. September 1991 über Madrid nach Frankfurt gebracht. Ja, krass. Und da hatte ich den Onkel dann abgeholt. Ja, so Oder? ganz nicht. Ich bin angekommen. Ich hatte keinen Pass, gar nicht und sprach kein Wort Deutsch. Und ich bin tatsächlich irgendwie eingeschlafen am Flughafen. Ich war so müde. Ich hatte so einen ganz kleinen Reise, so wie so eine Sporttasche. Und da lag ich dann auch und ich bin morgens tatsächlich geweckt worden durch den, wie nennt man so eine Reinigungsmaschine. Ja, da saß einer, der ist rumgefahren und hat den Boden poliert und es war dann so laut, dass ich dann wach wurde. Und dann im Moment, oh, wo bin ich jetzt? Ich bin in Deutschland und da kamen die Bundesgrenzschutzbeamte, die haben mich abgeholt und den habe ich ein paar Stichwörter wie Sri Lanka erwähnt. Ja, dann kam zum Glück Jugendamt aus Hessen und ich habe mich da rausgeholt. Ja, war schon eine interessante Erfahrung, aber auch so Erlebnisse. Ich war natürlich ängstlich und ich hatte Angst, dass die Menschen, uniformierte Menschen, die waren für mich immer böse. Ja, ich meine, ich kannte auf Sri Lanka nur Menschen, die Gewalt ausgeübt haben, auch Kinder gegenüber. Und ich hatte Hunger, ich hatte Durst. Und habe nichts bekommen. Und ich erinnere mich so sehr, und das war auch mein Vorurteil gegenüber Bundesgrenzschutzbeamten. Und plötzlich kam ein Bundesgrenzschutzbeamter und gab mir ein Stück Schokolade. Ich weiß heute noch, dass es eine Milka-Schokolade war, wegen der Packung, Farbe Lila. Und dieses Schokoladenstückchen ist mir so auf der Zunge verschmolzen. Und ich erzähle das immer so gerne, weil es so wichtig ist, diese Geste. Diese Tat, was er gemacht hat, vielleicht nicht für ihn sehr bedeutend, aber für mich als jemand, der so ängstlich ist, der ein Kind war, ein minderjähriger, unbegleiteter Flüchtling,
der ein Stück Schokolade bekommt von jemandem, vor dem ich eigentlich Angst habe, vor dem ich Vorurteil habe. Und dass in dem Moment das ganze Ängste und Anspannung weg waren. Und das ist, finde ich, so für mich eine ganz wichtige Botschaft, dass es wichtig ist, mal im Leben auch den Dialog von sich aus zu fördern. Das war für mich ein Anfang der Dialog von dem unbekannten, bösen, fremden Menschen, der eigentlich gar nicht böse ist, ja. Und ja, so kam ich in Deutschland an, so wurde ich dann in einem Kinderheim gebracht von einem Jugendamt. Da kam eine Frau, eine ältere Frau mit blonden Haaren, blauen Augen, die sah fremd aus, aber ich erlebte sie überhaupt gar nicht fremd, weil diese Frau hatte ja, die strahlte was Mütterliches aus, ja. So diese nonverbale Kommunikation, das war wirklich so wie Mutter und Kind. Und sie brachte mich da raus aus diesem Kammerchen Bundesgrenzschutzbeamten. Und dann kam ich in ein Kinderheim in Hessen und da habe ich zum ersten Mal gegessen. Krass, krass. Ich habe ja, vor 2 Monaten, als es mit uns angefangen hat, habe ich mir die Rede angeschaut, die du vor Angela Merkel und Horst Seehofer gehalten hast. 10 Minuten, also ich glaube, in 10 Minuten wurde ich noch nie so geflasht. Und das sage ich ehrlich, wir, Laurenz und ich, haben das zusammengeschaut, ich glaube um 11 Uhr abends oder so. Und ich konnte, glaube ich, nicht schlafen, 2 Stunden oder sowas. Ich habe nur darüber Oh, nachgedacht, alleine über den Satz, ja. dass du meintest, dass am Tag der Flucht, dass du da erst zu hören bekommen hast, dass deine Mutter nicht mitkommt. Ja, Und das ist übertrieben. das war mir Also gar nicht das. bewusst. Meine Mutter hat mich tatsächlich die Frage gestellt, ob ich nach Deutschland, ob ich mir vorstellen kann, nach Deutschland zu gehen. Und ich habe in dem Moment ihr eine Frage gestellt, ob ich dann dort zur Schule gehen kann. Das war für mich so Ja. wichtig. Und sie sagte ja, und ich habe mich gefreut. Und für mich war auch, ich habe das gar nicht mit der Flucht in Zusammenhang gebracht. Für mich war es ein Aber Gefühl dachtest du, von, sie kommt nach? Oder? nee, ich habe gedacht, die kommt mit. Also ich hab mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, dass ich alleine dahin fliege. Es war mir gar nicht, ich habe mir überhaupt nicht Gedanken, weil meine Mutter war immer bei mir. Ich war als Kind ein sehr ängstliches Kind. Ich habe immer Angst vor Krieg und vor Militär, vor Waffen. Ich gehörte zu den Kindern, die ganz schnell, wenn Bomben waren, dass ich hinter meiner Mutter versteckt habe und ihr Sari festgehalten habe. Oder eigentlich der irgendwie ganz schnell ins Haus gerannt ist. Ja. Und in dem Moment, als ich morgens früh von dem Unterhändler abgeholt wurde, am 6. Januar 1991, da wurde es mir auch bewusst, oh, ich bin allein. Ich muss alleine jetzt nach Deutschland. Vielleicht kurz sagen, wie alt du da warst. Ich war Das 12 interessiert damals, die wahrscheinlich auch, ja. 12 Jahre alt. Und mir sind so die Tränen, also ich habe einfach geweint, wie Das ein ist so kleines krass. Kind. Und Ja, das ist. das Schlimmste daran war, dass ich nicht weinen dürfte, weil der Unterhändler sagte, wir dürfen keine Kinder mitnehmen, die weinen. Und meine Mutter ist dann irgendwie auf die Knie und hat mich festgehalten. Und ich habe in den Augen meiner Mutter auch schon erkennen können, wie traurig sie war. Und sie sagte, du musst jetzt stark sein, du darfst jetzt nicht weinen. Und du machst es für uns, für die Familie. Und das ist die Verantwortung, die man dann bekommen hat. Den habe ich zum Glück auch schon vorher übernommen, weil ich habe ja auch schon mit 11 Jahren einen eigenen Laden aufgebaut. Ich habe Obst und Gemüse verkauft, weil ich könnte ja ab der 6. Klasse gar nicht mehr zur Schule gehen. Und ich habe die Worte meiner Mutter sehr ernst genommen und ich habe tatsächlich aufgehört zu weinen. Und ich habe das auch im Krieg lernen dürfen, Emotionen zu beherrschen, die Bedürfnisse zu kontrollieren. Ich glaube, das ist etwas, das kann man nicht sofort, das kann man nicht. Und, aber dadurch, dass ich das immer gelernt habe, schon als Kind, dass wir wenig Geld hatten oder dass das nicht möglich war, Schuhe zu haben oder neue Klamotten. Das ist, und ich war immer ein glückliches Kind, weil ich einfach auch, ich glaube, Bescheidenheit ist etwas, was ich aus dem Kindesalter mitgenommen habe. Ich merke das heute auch noch. Ich bin sehr bescheiden, wenn ich das vergleiche mit meinen Kollegen.
bin mit wenig sehr zufrieden, sehr zu glücklich. Ich habe meine Ansprüche, aber Ja. ich teile sie. Und ja, das war schon ein sehr schrecklicher Moment, dieser Abschied. Und ich habe tatsächlich, meine Mutter hat einen Kalender gehabt aus dem Jahr 91, und da hat sie Notiz aufgeschrieben auf Tamil. Ich habe das auch abfotografiert an dem Tag. Da hat sie reingeschrieben, dass sie geweint hat, dass ich ihr gesagt hätte, sie soll stark sein und nicht weinen. Und daran konnte ich mich jetzt heute nicht mehr erinnern, aber das hat sie für sich notiert. Und das fand ich toll. Und ich bin ihr so dankbar, dass sie so stark war. Ich glaube, meine Mutter ist unglaublich stark, einfach ein Kind in so eine Reise zu schicken. Das kostet ja sehr viel Liebe, sehr viel Kraft, sehr viel Mut, ja. Und deshalb bin ich unglaublich stolz, Sohn meiner Mutter zu sein. Ja. Und deine Geschwister, die sind ja mittlerweile echt auf der ganzen Welt verbreitet. Ja. Also impressive, Das finde ich ist, krass. ja, das hat auch wieder meine Eltern, ne? Ich meine, guck mal, Ja. du bist mitten im Krieg und du willst deine Kinder, dass sie in Sicherheit kommen. Und nach dem Tod meiner Schwester, die leider an Nierenerkrankung verstorben ist mit 12 Jahren, haben meine Eltern, besonders meine Mutter, für sich entschieden, sie möchte kein Kind mehr sterben sehen. Und mich hat sie mit einem Schlepper nach Deutschland geschickt. Ich bin deutscher Staatsbürger. Meine Schwester nach mir wurde verheiratet mit einem Tamilen aus Toronto, aus Kanada. Sie ist jetzt Kanadierin, hat 3 Kinder. Meine jüngste Schwester hat einen Tamilen aus England geheiratet. Die ist Engländerin, lebt dort mit den 3 Kindern. Und mein Bruder ist mit dem Schlepper sollte eigentlich nach Toronto zu meiner Schwester, ist aber in New York verhaftet worden, war in Untersuchungshaft, ist inzwischen Amerikaner. Er sieht auch so aus wie ein Amerikaner. Und er lebt in Buffalo und hat 3 Kinder. Und meine Mutter ist Sri Lankanerin geblieben. Also wir haben 5 Nationalitäten in einer Familie. Und wir haben uns jetzt im August auch getroffen, tatsächlich zum zweiten Mal in den letzten 30 Jahren, wo alle gemeinsam da waren, 9 Nichten und Neffen, meine Geschwistern und Mama. Und das war für mich einfach schön, als in der Kultur meiner Familie, wo ich geboren wurde, ist der älteste Sohn, hat die Verantwortung wie ein Vater. Besonders nach dem Tod meines Vaters habe ich natürlich die Verantwortung übernommen. Und das war für mich schön zu sehen, dass das alle jetzt gemeinsam zusammen getroffen haben. Das ist schön. Und ich meine, guck mal, wir haben so viel erlebt und wir haben so viele Möglichkeiten, dass wir immer noch irgendwie glücklich sind. Wir leben noch da und ich bin in Deutschland und ich bin unglaublich dankbar für die Möglichkeiten, die wir auf diesen Erden haben, ja, dass das Leben weitergeht. Wo du auch vorhin nochmal angesprochen hast. Ich glaube, so bei dieser Vergangenheit hat das Thema Genugtuung auch einen ganz anderen Begriff. Thema Luxus und auch was man sich unter Glücklichsein vorstellt, entwickelt sich ja bei dir ganz anders, als wenn jetzt ein klassischer 15-Jähriger hier aus Deutschland sich einen Luxus vorstellt. Wie definierst du Luxus für dich? Luxus ist für mich, wenn man. Behaftest du das an einem Gefühl, einer Emotion oder eher einer Situation oder materiell, wenn du an Luxus Ja, denkst? materiell nicht. Ich würde sagen, an der Situation. Ich halte mein Leben für einen Luxus. Luxus ist über den Maß hinaus die notwendigsten Bedürfnisse, wie dass ich ein Zuhause habe, dass ich was zum Essen habe, dass ich eine Arbeit habe. Und ich habe mehr als das in Deutschland. Ich habe eine Arbeit mit einem Einkommen, der überdurchschnittlich ist. Ich habe eine Wohnung, dessen Räumlichkeiten viel größer und schöner sind. Ich besitze eine Gesundheit und ich habe auch die Möglichkeit, in diesem Land zu leben, wo, wenn in Gefahr, jederzeit geholfen werden kann. Es ist Luxus, auf dieser Erde in einem Land leben zu können, wo Demokratie herrscht. Auch das ist nicht selbstverständlich. Die Freiheit, die persönliche Entfaltung und auch die Identität zur eigenen Person und das auch so leben zu können. Ich als ein dunkelhäutiger homosexueller Mann in einem Land so frei sein zu können, das ist für mich Luxus, weil dies ist auf Sri Lanka nicht möglich und dies ist in vielen Ländern unserer Erde nicht möglich. Deshalb halte ich das für einen Luxus.
Es ist auch eine Wertschätzung von meiner Person gegenüber meiner Gesellschaft und die Grundwerte unseres Landes und die Verfassung. Weil die geben mir die Möglichkeit des Luxus. Ja. Es ist nicht für mich unbedingt Luxus. Ich halte auch, ein Auto zu haben, ist ein Luxus. Habe ich nicht. Ich habe ein Fahrrad. Ja. Aber wenn du jetzt, also von den Sachen, die du jetzt aufgezählt hast, bei den meisten trifft es ja jetzt schon bei dir zu. Wenn man jetzt plump fragt, was ist dann noch dein Drive gerade? Was motiviert dich alltäglich? Was möchtest du noch erreichen? Karrieretechnisch, aber auch vielleicht in der Zukunft generell, in deinem Leben, privat. Ich hab sehr vieles vor. Ich habe jahrelang in Deutschland gekämpft, um Anerkennung zu bekommen, als Teil der Gesellschaft zu sein. Ich fühlte mich selbst wie ein Außenseiter. Jemand, der als Fremde hier kam, der wollte sich gar nicht fremd fühlen. Er hat die Gesellschaft auch nicht als fremd gesehen. Aber man hat ihn als Fremde abgestempelt in Form einer Bedrohung, des Abschiebung oder in Form eines befristeten Aufenthaltes. Inzwischen fühle ich mich und ich gehöre zu der Gesellschaft dieses Landes. Und jetzt ist meine Herausforderung auch meine Zielsetzung. Ich möchte einfach nicht nur ein Teil der Gesellschaft sein. Ich gehöre oder ich möchte zu jemandem gehören, der die Gesellschaft mitgestaltet. Ich möchte Impulse geben. Ich habe die Identität und ich habe auch die Anerkennung als Teil dieser Gesellschaft. Und ich möchte auch die Gesellschaft lenken anhand meiner Erfahrung, die ich bisher gesammelt habe, und auch etwas zurückgeben. Luxus ist für mich, jemand zu sein, der jederzeit seiner Familie schützen kann, helfen kann. Ich möchte weiterkommen im Sinne von, ich möchte Oberarzt werden, ich bin jetzt Funktionsoberarzt. Ich möchte weitere Bücher schreiben, die die Gesellschaft bereichern, politisch wie auch medizinisch. Und ich möchte mit all den Geldern, die ich verdiene, meine Familie, meine Geschwistern unterstützen, die Kinder von meinen Geschwistern und auch die Kinder, die ich jetzt auf Sri Lanka, das sind 6 Kinder. Ich habe 3 Kinder, die jetzt zurzeit Jugendliche, die eine Ausbildung machen, Pflegeberuf. Ich möchte, dass sie Deutsch lernen, ich möchte, dass sie nach Deutschland kommen. Ich möchte noch weitere 3 Kinder habe ich, die Schulbildung finanziere. Und das ist für mich, das ist für mich die Karrieresetzung. Das heißt, ich kann etwas geben. Und das ist für mich meine Vorstellung. Ich für mich selbst habe alles. Ich habe natürlich auch bestimmte Wünsche. Ich wollte immer schon eine Armbanduhr haben, zum Beispiel. mein Onkel hat mir damals immer gesagt, wenn ich Realschulabschluss mache, dann schenkt er mir eine Armbanduhr. Und ich wusste nicht mal, was Realschulabschluss ist. Und er sagte, Automechaniker, das ist ein super Job. Kannst du Autos reparieren, kriegst du ganz viel Geld. Und ich repariere jetzt Herzen. Und ich habe immer eine Schwäche für, ich sage offen und laut, für Junghans-Uhr. Das ist eine deutsche Marke. Und ich wollte es haben. Und dann ist es bei mir ist immer so, ich muss etwa eine Leistung erbringen. Ich muss etwas erreichen, damit ich mir etwas gönne. Das war immer so bei mir im Studium auch. Ich habe auch eine braune Ledertasche gut gefunden. Und da habe ich gesagt, das gönne ich mir erst dann, wenn ich mein erstes Staatsexamen bestanden habe. Den habe ich aber zweimal gar nicht bestanden. Also habe ich mir die Tasche auch nicht gekauft. Und erst am nächsten Tag, nachdem ich mein erstes Staatsexamen bestanden habe, bin ich hingegangen, habe die 100 Euro ausgegeben und die Tasche mir gegönnt. So habe ich für mich gesagt, ich kaufe mir eine Junghans-Uhr, wenn ich meine Promotion hinter mir gebracht habe. Und mein Ex-Freund war schneller als ich und hat mir dann die Uhr geschenkt. Also muss ich mir das gar nicht kaufen. Ja. Ich habe jetzt auch keine Wünsche. Also es gibt nichts, was ich jetzt irgendwie brauche, wo ich denke, das gönne ich mir irgendwie. Also das ist, ich mache jetzt jedes Mal, wenn ich ein Buch veröffentliche, mache ich einen großen Tempelfest auf Sri Lanka. Ich gebe so für 400, 500 Menschen Essen aus. Wow. Das kostet in Deutschland für mich ungefähr 500 Euro und nicht mehr.
Und das ist die Dankbarkeit, das Glück zu teilen, das, was ich bekomme. Wie ist die Verbindung zu Sri Lanka? Wie hast du da Leute, die in der Gesellschaft mit dir noch in Verbindung sind? Oder? Ja, ich habe, meine Mutter lebt auf Sri Lanka, die ist heute zur Zeit in Buffalo zum Besuch meines Bruders. Und mit der habe ich 1 bis 2 Mal in der Woche Kontakt. Ich habe noch Kontakt mit meinen ehemaligen Klassenkameraden, die Nachbarn und die 6 Kinder, die ich unterstütze, die 3 Jungs und die 3 Mädels. Und ich bin jetzt nicht politisch aktiv. Ich versuche, wenn es mir gelingt, einmal im Jahr dort zu sein. Ja, okay. Meine Mutter zu besuchen. Und wenn ich da bin, und das tut mir so gut, weil ich bin auch im Sri Lanka-Verein in Hamburg aktiv. Das sind ein paar Projekte, die da laufen. Und die betreue ich mit. Und ich bin da und ich arbeite auch auf den Feldern mit. Ich putze in den Tempel mit. Ich koche dort auch mit. Es bringt mich runter. Und oft merke ich, dass der Alltag in Deutschland, der Alltag ist anders. Der ist ja viel mit Stress und viel mit Arbeit. Und wenn ich da ankomme und es gibt mir eine gewisse Reflexion und es zeigt mir auch die Vergangenheit. Schau mal, das war dein Weg, da kommst du her. Und wenn ich das vergleiche und ich bin viel ausgeglichener und ich bin viel dankbarer und ich bin viel glücklicher, ich komme dann nach Deutschland mit ganz viel Energie, die ich dann hier verteilen kann. So, an unsere Bevölkerung. Ja, das ist interessant. Also ziehst du auch so ein bisschen deine Stärke draus. Letztendlich. Ja, die Stärke liegt ja, Emotionen sind Energien, finde ich. Und die Frage ist, jegliche Emotion in einem Menschen, ob das ein Trauer ist oder Glücksmomente sind, Frustration ist auch eine Form von Energie. Die Frage ist, wie man diese Bündel von Energie einsetzen kann. Man kann aus der Frustration eine enorme Energie gewinnen, die man dann anhand der Frustrationsenergie dann sagt, so, jetzt schreibe ich Bewerbung, jetzt bewege ich mich. Das ist ein gutes Thema, also zum Beispiel auch Thema Resilienz ist etwas, was ich dir auch dann geschrieben habe, glaube ich, nach der Rede, die ich geschaut habe, dass der Resilienzpunkt bei dir, dieser Toleranzpunkt extrem hoch ist, was ich voll bewundere, weil Resilienz ist etwas, ich finde, das kannst du nur durch, also Learning by Doing. Und das hast das du nicht. Das ist die Erfahrung. Das genau, ist auch die Erfahrung. Ja. Wenn du im Leben oft gestolpert bist, ich sage immer, ich habe in der Vergangenheit, ob das jetzt damals auf Sri Lanka war, Schulbesuch, wir hatten kein Geld. Ich hatte die Idee, ich bin zu meinem Vater hingegangen, habe gesagt, bitte gib mir 100 Rupees, kauf mir bitte 1 Liter Benzin. Und der hat mir das gekauft. Ich stand am Straßenrand, habe diese 1 Liter in kleinen Mengen verkauft und habe dann irgendwie 140 Rupees nach Hause gebracht. Mein Vater fand das toll, hat mir 5 Liter gekauft und habe dann so Geld erwirtschaftet. Ich konnte immer ganz gut mit Menschen sprechen und verkaufen und ich habe auch von klein an die Verantwortung übernommen. Der Weg von Sri Lanka nach Europa, das waren diverse Stolpersteine. Der Weg war nie gerade. Das waren viele Hindernisse. Ich bin oft auf die Nase gefallen. Ich habe sehr oft geweint. Ich fühlte mich auch auf dem Weg hier oft einsam. Aber allein die Tatsache, dass ich hier angekommen bin und selbst dann, nachdem ich hier angekommen bin, gab es 3-mal der Versuch der Abschiebung. Ich bin heute immer noch hier. Man hat mich nicht abgeschoben. Warum? Weil Menschen mir geholfen haben. Die Gesellschaft hat für mich eingesetzt in Hamburg. Und all diese Erfahrungen haben für mich die Kraft gegeben, auch die Bestätigung, dass es sich lohnt, für etwas zu kämpfen. Ich würde eher sagen, ich bin 100-mal gestolpert und das hat mich gelehrt, dass wenn ich jetzt stolper, dass ich eine Technik entwickelt habe, dass es mir keinen Schmerzen zufügen kann. Und dass ich auch, wenn ich auf dem Boden liege, beim 100. Mal viel schneller auf die Beine komme, als es beim 1. Mal ist. So sehe ich das. Ich sehe die Dinge positiv. Die Erfahrungen, positiv wie negativ, haben mich bereichert, weil ich habe bisher tatsächlich all die Ziele, die ich für mich vorgenommen habe, geschafft. Selbst das Medizinstudium. Ich habe erstes Staatsexamen 2-mal durchgefallen. Ich hätte
das Physikum, nur das dritte Mal musste ich über, ich dürfte gar nicht durchfallen. Und meine Lehrer haben Geld gesammelt, haben für mich die 3 Monate WG-Zimmer finanziert und ich habe es geschafft. Und das gibt dir auch wieder Kraft und auch Selbstbewusstsein und auch, ha, die Situation ist zwar vielleicht nicht angenehm, aber guck mal, dreh dich um, wo kommst du her? Was hast du alles hinter dir? Dadurch habe ich eine Motivation und ich habe gelernt, immer wieder, das ist einfach eine Energie. Trauer, Niederlage, ist alles nur Energie. Und die musst du nur, und das ist ganz wesentlich wichtig, da reinstecken, wohin du möchtest. Und zwar dein Ziel vor dem Augen haben. Das heißt, es geht generell nur um Energieumwandlung, meinst du? Ja, klar. Man lernt, die negative Energie in die positive umzuwandeln. Das ist etwas, es ist schwierig, wenn man diese Erlebnisse nicht hinter sich hat. Aber wenn man aus der Vergangenheit, ich persönlich habe gelernt, es ist letztendlich, geht es, Emotionen sind Energie. Es geht um Energie. Meine Freude ist eine Energie. Ich stehe auf, ich habe einen Spiegel-Bestseller geschrieben. Meine Freude und ich habe meine Motivation. Die Motivation, ein neues Buch zu schreiben. Ja, das ist echt, das genauso. Stimmt, ja. Ich habe damals ein Buch geschrieben, das erste Buch. Plädoyer für Toleranz. Der Krieg im Paradies. Nie veröffentlicht worden, dieses Manuskript. Ich habe damals 4,5 Jahre lang einen Verlag gesucht. Ich habe über 25 Absagen. Ich habe alle Absagen in meinem Keller. Selbst der Rowohlt Verlag, wo ich jetzt bin, die haben damals eine Absage geschickt. Und was war? Jede Absage führte dazu, dass ich dann sofort binnen 24 Stunden eine neue Bewerbung weggeschickt habe. Mhm. Ja. Weil ich war traurig, ich hatte Energie. Und die Energie habe ich genutzt, eine neue Bewerbung zu schreiben. Aber da kann man dann jetzt auch sagen, genau, und das ist nämlich der Punkt, was Resilienz erklärt, weil die Energie, die benutzen dann andere, um noch mehr auf sich sauer zu sein. Oder die nutzen sie halt wie du, um versuchen, nochmal dran zu bleiben und nochmal was zu versuchen. Aber das ist ja dann, was die Spreu vom Weizen trennt. Und zwar die einen, die versuchen es nochmal und die anderen, die lassen es dann sein oder ertrinken in Selbstmitleid oder sonst was. Aber ich glaube, das ist dann das, was Resilienz unterscheidet. Das ist, ja, das schafft man auch nur, wenn du jetzt mal betrachtest. Und das ist das beste Beispiel, das kann jeder Mensch. Ja. Für mich ist es immer noch halb voll. Ja. Es ist für mich immer noch halb voll. Und derjenigen, der dies immer noch halb voll sieht, für den ist es sehr einfacher. Einfacher, aus der Niederlage die Energie, die negative Energie, in die positive umzuwandeln. Deshalb sollten wir die jungen Menschen davon überzeugen, Dinge auch positiv zu schätzen und positiv zu sehen. Wenn ich eine Bewerbung schreibe und keine Absage, ich war sehr traurig, sagt er offen und ehrlich. Ich war im UKE in Hamburg, in Eppendorf, bin hingegangen. Ich wollte unbedingt dort Herzchirurg werden. Das war für mich eine Traumstelle. Ich träumte als Schüler, eines Tages dort als Arzt zu arbeiten. Und das habe ich auch gemacht, über 7,5 Jahre. Nur, ich habe dort meine Facharztausbildung nicht bekommen. Mhm. Ich bin weinend von Hamburg nach Bad Neustadt gegangen. Warum? Weil ich hatte mein Ziel. Ich war frustriert, ich war traurig. Ja? Mhm. Aber ich wollte nie ein Opfer sein. Ich wollte nie ein Opfer sein von irgendwelchen diktatorischen Führungsstrukturen in der Gesundheitswesen, sondern ich wollte zeigen, und das habe ich auch gesagt, mein letzter Wortlaut, ich werde eines Tages Herzchirurg, auch wenn es nicht in Hamburg ist, und ich bin es geworden. Ja, krass. Da kann man jetzt ganz viele Ansätze für ein neues Thema bringen. Ich glaube aber, das Thema, was vielleicht auch die meisten Zuhörer interessiert, ist, hast du Verständnis für normale Jugendliche oder auch 20, Mitte 20-Jährige, die hier in Deutschland aufgewachsen sind, die nie irgendwas Schlechtes und gar nicht Vergleichbares, was du jetzt erlebt hast, erlebt haben. Hast du Verständnis für solche Leute, die dann nichts wertschätzen? Oder wie glaubst du, woran liegt das, dass es wenig Wertschätzung gibt in Deutschland, was auch Situationen wie hier in Deutschland angeht? Ich meine, ich bin ja hier in Deutschland aufgewachsen, ich habe nie Krieg erlebt. Also nicht von meiner Haustür. Ich habe nie erlebt, dass ich diskriminiert wurde, nie erlebt, dass ich mit meiner Sprache nicht weiterkam. Und wie glaubst du, hast du Verständnis dafür, dass es Deutsche gibt, die oder auch Europäer gibt, die sowas nie erlebt haben und die deswegen das gar nicht wertschätzen können? Und wie glaubst du, können die das? Ich würde sagen, die Wertschätzung ist eine Sache. Das andere ist ja die Schwierigkeit, Dinge verstehen zu können, die Empathielosigkeit.
Ich glaube, du hast da, ich glaube, das ist nämlich ein Vorsprung, wenn man von etwas woanders kommt und viel mehr erlebt hat, viel mehr Kontext gesammelt hat, dass man dann hier in Deutschland ist und eigentlich einen Vorsprung hat vor denen, die auch aus Deutschland kommen. dass man Dinge schätzt. Deswegen sage ich immer, ich freue mich, wenn junge Menschen während ihrer Schulzeit, ja, bevor sie die Schule verlassen, dass sie mindestens 6 Monate oder 12 Monate in Auslandserfahrung machen. Ja, das ist Bereicherung für diese Kinder. Ja, etwas auch zwischenmenschliche Bereicherung, auch für andere Religionen, andere Kulturen. Ich kann sehr gut verstehen, dass Menschen, und ich habe auch im Studium sehr viele Menschen, Anfang hatte ich meine Schwierigkeiten, warum viele Medizinstudenten in meinem Uni in Lübeck sich gar nicht politisch Engagement gezeigt haben. Wir haben eine Wahlbeteiligung, das war nicht mal 10%. Und das war unter den Medizinern. Ja? Wow, Und oh wow, wenn man die das ist Frage krass. stellt, warum interessieren sich diese Menschen nicht? Die machen ihr Studium. Und wenn man mal auf der anderen Seite guckt, wo kommen diese Kinder her? Das sind Kinder von Akademikern. Das sind Kinder, die nicht unbedingt während der Schulzeit arbeiten müssen, um ihre Familie zu finanzieren oder gewiss im Studium auch nicht arbeiten müssen, um ihren Zimmer oder Wohnung zu bezahlen. Es gab Ausnahmen, aber prozentual gesehen gab es schon viele, die sich keine Sorgen gemacht haben, ob sie jetzt irgendwie für die Rechte von Medizinern. Wir haben ja in Deutschland ein großes Problem, dass Ärzte wenig politisches Engagement zeigen, dass dadurch auch viele Missstände, was wir heute haben, auch für uns selbst verursacht sind, weil wir uns dafür nicht eingesetzt haben. Und wenn man schaut, was sind das für Persönlichkeiten, die sich sehr Engagement zeigen, politisch, ja? Und da hat man gemerkt, aha, das sind Leute, die schon von klein an für Dinge erkämpfen mussten, die das gelernt haben, ja? Oder Leute, die zum Beispiel, ich habe in Lübeck auch Kollegen gehabt, die aus Afrika, aus Kenia kamen, die auch mit mir auch Nachtdienst. Wir haben Samstag, Sonntag gearbeitet und in der Woche noch einmal, damit wir unser Studium finanzieren können, weil anders ging ja nicht. Und ich würde niemals ein Kind, der in Deutschland geboren, aufgewachsen ist, dafür den verurteilen. Das Recht habe ich nicht. Aber vielleicht ist es so eine Verantwortung aus der Gesellschaft heraus, dieser Kinder auch mal mitzuteilen, wie das ist, wenn man das, all das nicht hat. Und das ist, glaube ich, eine Aufgabe von Führungspersonen oder von unserer Gesellschaft, die Verantwortlichen. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir diesen Dialog haben. Deshalb ist es auch wichtig, dass Menschen, so wie ich, es muss nicht unbedingt der Dr. Umes sein, aber Menschen, die ähnlich Geschichten haben, dass sie Podcasts machen, dass sie die Geschichten erzählen, dass sie Bücher schreiben, damit diese Kinder ihr eigenes Leben mehr wertschätzen, als dass sie manchmal sind. Es sind Kinder, die sind traurig, wenn sie nicht das neueste iPhone haben. Ich könnte das nie verstehen. Ich habe in meinem Leben, lass mich überlegen, eins, zwei, ich bin jetzt 44 Jahre alt. Ich habe in meinem Leben dreimal ein neues Handy gekauft. Das erste Handy 1997, das von Nokia. Und habe dann ein Handy gekauft, das war vor 7 Jahren oder 6 Jahren iPhone. Der ist kaputt gegangen. Ich habe immer gebrauchte Handys gekauft, aus Überzeugung, weil ich wollte nicht, ich brauche das nicht. Für mich, ich benutze nur zum Telefonieren und E-Mail schreiben. Dafür brauche ich nicht das Modernste. Ich bin auch kein Fotograf oder ich brauchte auch keinen Ton. Und Ich meine brauche keinen Nichten, Ton. meine, ja, irgendwie so, ich brauchte jetzt nicht irgendwie für Tonaufnahme, ja, oder für einen Podcast benutze ich auch, habe ich auch nicht benutzt jetzt, ja. Und war ich in Toronto und meine Nichten haben mein Handy gesehen und haben gesagt, Onkel, das kann nicht sein, dass du mit diesem kaputten Handy da irgendwie rumläufst. Ja, so funktioniert ja. Und die haben mir ein neues Handy geschenkt, ja. Das ist mein Krass. drittes Handy. Und ich war zu keinem Zeitpunkt traurig und es war auch nie so, dass ich mir kein Handy leisten kann. Aber ich brauchte das gar nicht, ja. Und bei meinen Nichten und Neffen sehe ich, aha, die haben ganz andere Vorstellungen, weil sie das anderes nicht kennen. Was ist meine Aufgabe als Onkel? Diese Kinder meine Geschichte zu erzählen. Also der Dialog Ja, letztendlich. Der das Dialog ist ist wichtig. es. Der Dialog sollte generationenübergreifend, aber auch Grenzen wie kulturübergreifend sein, damit diese Kinder auch langfristig glücklich sind. Wir haben das Glück, hier zu sein, wo wir sind. Und viele Menschen schätzen das nicht. Und es ist ja nicht deren Schuld. Ich wünsche kein Kind in unserem Land, dass dieses Kind einmal kriegt. Ich möchte kein Kind, keine meiner Patenkinder, ob das der Oskar aus Bayern ist oder Lenny aus Hamburg. Ich möchte nicht, dass sie arbeiten müssen, um ein Studium zu finanzieren. Ich möchte nicht, dass sie nebenbei ackern müssen, dass sie dann irgendwie Kriegs erleben müssen. Nein, ich möchte, dass sie ein schönes Leben haben. Aber es ist meine Aufgabe als Patenonkel, Leni und Oskar, meine Geschichte zu erzählen, die Geschichte von anderen
Flüchtlingen oder Geschichte von anderen Kindern, die in anderen Ländern 10, 20, 30 Kilometer den Weg hinter sich bringen, um zur Schule zu kommen, weil es meine Pflicht ist, als verantwortlicher Patenonkel, dass diese Kinder ihren Leben wertschätzen. Und deshalb, ich verurteile keinen, ich habe Verständnis für diese Kinder. Und wenn ich mehr von diesen Kindern erlebe, dann steigt in mir die mehr Verantwortung. Mehr Verantwortung, noch mehr den Dialog zu fördern. Und das tue ich ja. Das tue ich, indem ich zum Beispiel heute hier bin. Interessant. Ich habe vorher gedacht, es ist vielleicht interessant, auch für Zuhörer zu wissen, wie das ist, vor Angela Merkel so eine Rede zu halten. Und wie es ist, da waren ja nicht nur Angela Merkel und Horst Seehofer, da waren ja auch ein Haufen von hochrangigen Politikern, die Rede zugehört haben. Und also wie kamst du zu dem Kontakt? Wie kamen die auf dich zu und warum? Und wie war es dann für dich im Gespräch danach? Ich war sehr überrascht. Ich bekam einen Anruf von der Sekretariat der Herzchirurgie aus Uniklinik Eppendorf, weil der Bundesinnenministerium, die das Ganze organisiert haben, haben in Hamburg-Eppendorf angerufen und haben den Kontakt zu mir gesucht. Ja. Und so hat das Sekretariat der Herzchirurgie aus Eppendorf Bad Neustadt angerufen. Und so bekam ich den Anruf, das Bundesinnenministerium möchte mit mir sprechen. Da habe ich gedacht, oh, was ist jetzt passiert? Also wenn ich, gut, ich bin inzwischen deutscher Staatsbürger, das kann zum Glück nicht passieren. Ich glaube, ich hätte viel mehr Angst gehabt, wenn die tatsächlich damals. Und habe dann die entsprechende Nummer angerufen. Und dann war die Frage, der Seehofer würde sich sehr freuen, wenn ich am Tag der Flüchtlingstag, am 20. Juni 2018 war das, wenn ich dort eine 10-minütige Rede halten könnte, weil die dort von meinen Büchern überzeugt waren. Damals habe ich das Buch Der fremde Deutsche geschrieben, es geht um Integration. Und da war natürlich große Freude, wow, von Bundesinnenministerium, dasselbe Ministerium, dem ich eigentlich mehrfach abschieben wollte, rufen mich an und wollen, dass ich eine Rede halte. Und ich habe natürlich sofort zugesagt. Und dann gab es tatsächlich eine schriftliche Einladung mit der Bitte, eine Rede vorab zu schicken, damit sie das korrigieren. Oder also vorher. Und dann haben gesagt, ich halte oft Reden, aber ich schreibe keine Reden. Ich gehe hin und spreche mit Menschen, weil mir sehr wichtig ist, einfach mit Menschen zu sprechen, als irgendwie vorzulesen. Aber ich musste tatsächlich eine Rede schreiben und habe das dann auch gemacht, dahin geschickt. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass Frau Merkel dabei ist. Es war damals die Zeit, wo zwischen Frau Merkel und Herrn Seehofer so eine kleine Auseinandersetzung war, eine politische Auseinandersetzung. Es war mir nicht bewusst. Und an dem Tag habe ich erfahren, dass Frau Merkel auch da ist. Und das war für mich einen sehr, sehr besonderen Tag, weil ich bin politisch Sozialdemokrat und ich habe Frau Merkel immer geschätzt und gemocht. Und ich halte diese Frau für eine sehr, sehr intelligente Frau. Und ich vermisse sie manchmal auf der politischen Bühne. Nicht unbedingt als Rolle des Kanzlerin, sondern ich habe sie einfach, ich liebe Frauen, ich liebe starke Frauen, so wie meine Mutter, auch eine starke Frau. Und war natürlich aufgeregt und Herrn Seehofer hat seine Rede gehalten, viel mehr abgelesen als frei. Und das fand ich, da habe ich gemerkt, das war für mich nicht authentisch und das ist nicht die Rede, die ich mir so vorstelle. Und ich habe meine Rede auch in der Hand gehabt und danach war ich dran. Publikum geguckt. Bitte? Du hast nur ins Publikum geguckt. Genau. Ich habe gedacht, nee, das ist es nicht. Und ich habe meine Rede einfach liegen lassen und bin einfach nach vorne und habe die Menschen mir angeschaut und habe angefangen zu sprechen und habe dann nicht mal eine Minute später, habe ich gemerkt, dass Frau Merkel sich nach vorne dreht und Seehofer, die haben sich beide unterhalten. Plötzlich haben sie aufgehört und die haben mir alle zugehört. Ja. Und ich hatte nach 1-2 Minuten gemerkt, ich habe das gesamte Zuhörerschaft in der Hand. Krass. Die haben mir alle zugehört. Und so konnte ich meine Rede, und ich hatte ungefähr 10 Minuten, das konnte ich ganz gut abschätzen,
Und dann war ich mich nicht mehr aufgeregt, weil ich gesehen habe, dass die Menschen mir zuhören. Und das ist auch das, was ich erreichen wollte. Und bin dann am Ende noch zu Frau Merkel hin und Herrn Seehofer, da gibt es auch ein wunderschönes Bild zu dritt, habe die beiden jeweils das Buch geschenkt und ganz viel Lob gekriegt von Frau Merkel, aber auch von Herrn Seehofer. Der hat irgendwie mehrfach ist er zu mir gekommen, hat mich gestreichelt und wie glücklich er ist, dass er mich eingeladen hat. Und es war für mich auch indirekt eine Bestätigung zu dem, was ich gemacht habe. Ich habe zumindest in der Zeit einen Impuls geben können für die Verantwortlichen. Und das hat nochmal mich bestätigt zu dem, was ich mache, dass es unglaublich wichtig ist, Bücher zu schreiben, dass es unglaublich wichtig ist, rauszukommen mit meiner eigenen Erfahrung und auch über Dinge, über die ich in der Gesellschaft mich ärgere, dass ich in Zukunft weiter Bücher schreibe. Und jedes Buch ist für mich ein politisches Mandat. Jedes Buch schenkt mir eine Bühne. Jedes Buch schenkt mir ein Reich von Zuhörern, wo ich meine Impulse in der Gesellschaft verteilen kann. Und ich bin dankbar dafür und auch glücklich, dass die Rede gut angekommen ist. Es hat wirklich starke Wellen geschlagen. Das wurde auch auf Arabisch übersetzt. Das wollte ich noch fragen, der Nacheffekt der Rede, wie das dann genau war. Also kannst du ruhig Das nochmal war ausführen. sehr, sehr gut. Ich habe ganz viele Anfragen von der Presse und ich habe auch interessanterweise von eigentlich alle Parteien eine Anfrage bekommen für die Mitgliedschaft. Die wussten natürlich nicht, ob dass ich Krass, schon ja. Mitglied bin in einer Partei. Ich habe tatsächlich auch die Anfrage von den Grünen sowieso, weil ich bin ehemaliger Stipendiat von der Heinrich-Böll-Stiftung. Auch das war auch eine Zufallssache, weil ich dann irgendwie das erste Buch gelesen habe für die in einer Podiumsdiskussion. Habe von der FDP eine Anfrage persönlich bekommen und ich habe auch von der CDU, CSU und Mitglied bin ich in der Sozialdemokratischen Partei in Deutschland, in Hamburg. Und das war sehr schön, das Gefühl, weil ich ja auch sehr offen bin gegenüber aller Parteien. Ich habe meine politische Meinung, aber ich liebe es, auch anderer Meinung zuzuhören, weil ich denke, dass es eine Bereicherung ist. Und ich arbeite gerne mit allen demokratischen Parteien, dessen Meinung die Freiheit den anderen nicht beeinträchtigt. Krass. Ich glaube, da ist auch echt, also das finde ich auch voll interessant. Also du hast ja dann durch die Flucht ja den Standpunkt kennengelernt, wie es ist, in einem Land aufzuwachsen, das dann ja auch letztendlich eine Ruine war, wirtschaftlich und politisch. Wie ist dann dein Blick darauf, jetzt zu sehen, okay, Ukraine, wir haben den Ukraine-Krieg und es gibt Flüchtlinge aus der Ukraine? Ich sehe da oft, oder auch, das ist auch in meinem Umfeld oft so, die Sprache sagt man ja gerne, ja, die Ukrainer, die fahren hier mit dem Porsche nach Deutschland und denken, sie sind jetzt hier die bemitleidenswertesten, die es gibt. Gleichzeitig haben wir in Afrika, in Mali oder was weiß ich, in ganz, ganz vielen Ländern Bürgerkriege, wo es eigentlich schon viel, viel schlimmer sein kann. Das ist relativ, das ist Ansichtssache. Aber wie ist da dein Standpunkt zu, dass der Ukraine-Krieg hier so viele Wellen schlägt und Afrika oder auch in Asien Bürgerkriege so unterdrückt werden, hier medial, Ja. dass sie keine Aufmerksamkeit bekommen? Und Ich, für äh, dich als Flüchtling aus Sri Lanka ist das ja auch ich nicht kann, ich bekannt. kann dir mal ein Beispiel nennen. Ich war in Bochum, Ja. habe eine ehemalige Flüchtling, mit der war ich in Afrika 8 Monate. Die ist für mich wie eine ältere Schwester, die habe ich besucht und die ist jetzt Busfahrerin in Bochum. Wir sind gemeinsam los und sie ist gefahren. Wir haben uns unterhalten und da kam ein ukrainischer Flüchtling und hat einen ukrainischen Pass gezeigt und damit konnte sie umsonst, also kostenlos fahren. Und haben uns beide angeguckt und haben gesagt, guck mal, wir hätten damals nie die Chance bekommen, als Flüchtlinge diesen Genuss zu erleben. Ich möchte nicht abstreiten, dass sie das nicht bekommen sollen. Ich würde niemals ein Flüchtling, egal welches Land, ob das ein Nachbarland ist, Afrika ist, weniger wert einschätzen. Aber ich finde, zwei Klassen
Flüchtlinge. Rassismus unterhalb der Flüchtlinge, das kann ich nicht akzeptieren. Und das haben wir leider gemacht. Wir haben Unterschiede gemacht in Flüchtlingsheimen. Wir haben starke Unterschiede gemacht, ob das ein Flüchtling aus Afrika ist, ob das ein Flüchtling aus Ukraine ist. Das ist in meinen Augen mit unseren Grundwerten und Verfassung überhaupt nicht zu vereinbaren. Und das verurteile ich sehr stark. Und da bin ich auch als Staat mitverantwortlich, weil ich gehöre zum Staat, ja, als Bürger dieser Nation. Und dafür schäme ich mich. Auf der anderen Seite bin ich dankbar, dass wir viele Menschen aus Ukraine aufgenommen haben, weil es unsere Pflicht ist, als Nachbarland. Und ich habe versucht auch, und ich habe auch viele Diskussionen geführt, um zu verstehen, warum wir als Deutsche mit Flüchtlingen aus der Ukraine einen ganz besonderen Umgang haben, als die, die wir 2014 oder 2015 hatten. Ja. Ich glaube, das liegt sehr daran, dass wir mit unserer Kultur, mit der Kultur aus der Ukraine eher identifizieren können als mit der Kultur aus Sri Lanka, aus Afrika, Indien oder wo auch immer, dass wir unser äußeres Erscheinungsbild eher mit den Flüchtlingen aus der Ukraine identifizieren können, dass da auf der emotionalen Ebene vieles durchsetzbar ist, weil auch Menschen aus Ukraine sind Fremde, aber die sind lange nicht so fremd optisch wie ein Fremder aus Afrika. Und das ist für mich eine unglaubliche Benachteiligung von Flüchtlingen aus Afrika. Ist überhaupt nicht zu akzeptieren. Es ist geschehen, es geschieht teilweise immer noch, aber ich möchte deshalb nicht die Flüchtlinge aus Ukraine verurteilen. Und wenn ein Flüchtling aus Ukraine kommt und der mit seiner Porsche fährt, den hat er schon dort auch gehabt. Warum soll er damit nicht fahren? Es gibt auch Flüchtlinge, die Millionär sind. Die sind da nicht hergekommen, weil sie kein Geld haben. Die sind hergekommen, weil sie einfach um ihrem Leben und Leib befürchten. Ich glaube, da geht es dann um den Streitpunkt zu sagen, inwiefern subventionieren die Ukrainer und inwiefern kriegen sie Vorteile. Das ist ein anderes Thema. Was aber meine Hypothese ist, zu dem Krieg in der Ukraine und generell der Priorisierung von den Ukrainern gegenüber von afrikanischen Flüchtlingen etc., ist, dass ich glaube, dass der Wirtschaftskrieg der eigentliche Krieg ist und der physische Krieg letztendlich der Stellvertreterkrieg ist. Ich glaube, dass wir einfach aufgrund von wirtschaftlichen Zwicken viel mehr für den Krieg auch oder für den Outcome von diesem Krieg verantwortlich sind, was unsere Wirtschaft betrifft. Logischerweise, wir wissen alle, was gerade dran hängt. Und in Afrika, wir haben ja teilweise einen richtig, richtig schlechten Ruf in Afrika. Ich habe mir einen Podcast angehört von Richard David Precht und Markus Lanz. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ein super Podcast. Ich kenne Precht, ich habe mit denen gesprochen. Ja, ist ein super Typ. Und der Podcast ist sehr, sehr gut. Und da ging es um das Thema, ich kann leider nicht mehr sagen, welche Länder das waren, aber da ging es um das Thema afrikanische Bürgerkriege und generell die mediale Ausbreitung von denen hier in Deutschland. Und da meinten die auch, dass es letztendlich so sei, dass die meisten afrikanischen Länder Deutschland und auch andere Länder hier in Europa voll verspotten und gar keine Lust haben, hierher zu wandern und lieber nach Asien auswandern. Weil wir haben in China, die unterstützen Asien sehr, sehr doll mit einem Vorwort zu sagen, hey, wir wollen gar nichts von euch, sondern wir helfen euch. Die bauen Brunnen, die bauen Schulen, sie subventionieren Länder das und hat sie ja auch eine, bieten Education. Also, das hat ja auch einen politischen Hintergrund, weil China natürlich auch ihre Daseinsberechtigung auf der Weltbühne absichern. Das hat auch eine politische, strategische Gründe, was die Amerikaner auch gemacht haben, machen die Chinesen, die machen das auch mit Sri Lanka. Ja. Das hat Vor- wie Nachteile auch. Ich glaube, dass wir die ukrainische Flüchtlinge aufnehmen, wir sind mit dabei im Krieg. Wir sind mit dabei, aber ich glaube auch, dass wir zu viel wollen immer. Ich glaube, wollen wir auch. Wir in Deutschland, wir wollen Ressourcen aus Afrika und dafür bauen wir Brunnen. Hier wird dann gesagt, ja, wir bauen Brunnen. Es wird aber nicht gesagt, was wir zurückbekommen. Und ich glaube, in Asien ist das dann anders, dass es einfach keinen Return geben muss für die. Ja, das ist schwierig, weil wenn man es gibt auch Stimmen, was China betrifft. Also ich kann nur auf Sri Lanka Beispiel sagen, die Sri Lankaner kommen mit chinesischen Politik überhaupt nicht zurecht, weil da Beispiel viel Gelder reingeflossen ist für eine bestimmte Partei in der Regierung für den Wahlkampf.
die natürlich die Partei unterstützt haben, die Chinesen gegenüber freundlicher waren, weil sie natürlich den Standpunkt Sri Lanka als auf dem Indischen Ozean sehr gut, strategisch sehr gut wichtig halten und dass sie das gefördert haben. Natürlich haben Länder wie Sri Lanka auch Vorteile dadurch, dass die Chinesen kommen und die unterstützen, die Infrastruktur aufbauen, aber langfristig der Nachteil durch die Abhängigkeit, der wirtschaftliche Abhängigkeit, so wie Griechenland zum Beispiel, dass ich weiß gar nicht, wie viele Firmen von den chinesischen Firmen abgekauft sind, dass bei Entscheidungen finden, dass sie natürlich abhängig sind. Und deshalb finde ich ja auch in Deutschland wichtig, dass wir unsere Firmen nicht unkontrolliert an fremden Ländern verkaufen dürfen, weil wir dann selbst unser Land und Zukunft nicht mitgestalten können. Ich glaube, das ist ein ganz breites politisches Debatte, den man gar nicht in einem Tag beenden kann. Kurzfassung ist für mich, es ist unsere Verantwortung als Nachbarland, die Flüchtlinge aus Ukraine aufzunehmen. Es ist aber auch unsere Verantwortung, all das maximal auf demokratischen Wege mit vollem Geiste dafür einzusetzen, dass bald ein Frieden herrscht. Weil jeden Tag, wo ein Krieg in der Ukraine herrscht, ist auch für uns ein verlorener Tag und nicht nur für die Menschen dort, für die Menschen in Russland genauso. Ja, letztendlich, worauf ich auch hinaus wollte, war, dass ich irgendwie das Gefühl habe, auch durch Tagesschau, finde ich, ist auch ein gutes Beispiel, was da auch medial gezeigt wird. Es gab jetzt durch Corona diese 100 Sekunden Tagesschau, die auf Spotify immer kam, die ich mir auch oft angehört habe. Da hatten wir einen Urlaub, Familienurlaub, mein Bruder immer gesagt, hey, lass uns die 100 Sekunden anhören morgens. Ich hatte gar keine Lust mehr nach 4 Tagen, glaube ich, oder 5 Tagen, weil damals von diesen 100 Sekunden, ich habe immer gezählt, 30 bis 35 Sekunden Corona kam. Dann war für mich immer schon vorbei. Und jetzt ist das Gleiche mit Ukraine. 30, 35 Sekunden, 40 Sekunden wird über Ukraine gesprochen und über wirtschaftliche Sachen. Deswegen, wo ich mir denke, Mann, wir haben doch nicht jeden Tag immer nur das priorisierte Thema. Und deswegen denke ich manchmal auch einfach wirklich, wir haben da eine indirekte und gewollte Medienzäsur. Ja, das haben wir. Das ist wirklich so, ich schaue mir überhaupt kein, selten, ich gucke jetzt in den letzten Monaten, weil ich kann persönlich leider, das ist meine Schwäche, ich kann Kriegsbilder nicht mehr sehen, das macht mich traurig, das bringt mich auch irgendwie emotional in die Vergangenheit. Das mag vielleicht eine gewisse Art von Verdrängung sein, ich möchte gar nicht damit auseinandersetzen, ich habe viel erlebt als Kind und das raubt mir viel Energie in meinem Alltag und Fakt ist tatsächlich, du hast vollkommen recht, es ist einfach sehr, 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 sehr präsent, teilweise berechtigt, teilweise sage ich auch, wir haben auch andere Themen. Es geht Themen, ja nicht um die Berechtigung, es geht nur um die Quantität an anderen Themen. Genau, und da gehen Themen verloren, wie ich als Mediziner kann ich nur sagen, wir leiden unter Pflegemangel und wir werden nicht lange Zeit auch unter Ärztemangel leiden, weil die Arbeitsbelastung für die Ärzte durch die Pflegemangel enorm angestiegen ist. Ja. Wir müssen langfristig dafür sorgen, dass die Gesundheitsversorgung in unserem Land, der so gut ist, auch weiter existiert. Wir haben viele Themen, die für uns unmittelbar auch relevant sind, die gar nicht, ich kann dir nur ein Beispiel nennen, ich habe mein letztes Buch Grundfarbe Deutsch im April veröffentlicht, auch da bei Print Medien, Schwierigkeiten, ja, wir haben keinen Platz für Ukraine-Krieg als Argument, ja. Und ich spreche über unsere Identität, über unsere gesellschaftlichen Probleme an und die bekommen keine Bühne, ja. Hm. Und daran merke ich schon, dass die Presse natürlich von Corona recht rübergegangen ist auf Ukraine, weil was als nächstes kommt, weiß ich nicht. Und zumindest, das kann man schon als kritisch berechtigt an unserer Presselandschaft mitteilen. Aber da haben wir nicht viel zu sagen. Zumindest können wir einen Impuls setzen. Ja. Gut, herzlichen Dank. Ich würde, glaube ich, jetzt den Podcast nicht zu lang ansetzen. Da könnte man sonst einen zweiten Teil eventuell irgendwann nochmal machen. Ich hätte auch übel Lust, nochmal über das Gesundheitssystem einen Deep Dive zu machen und wirklich mal richtig reinzugehen in die Materie, was mich auch voll interessiert. Und von daher halten wir die Spannung um für die Zuhörer. Ja, genau. Und beenden das soweit hier. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Super, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank an alle, die zuhören und bleibt gesund, das ist wichtig. Und ich glaube, im Leben ist es wichtig, dass man am Ende des Tages glücklich ist. Und ich bin's. Das ist ein Schlusswort. Ja. Dankeschön fürs Zuhören. Ciao. So, tschüss.